Mir fällt bei meinen Besuchen immer wieder sehr stark auf, dass Hidden Champions ausgeprägt eigenständige Unternehmenskulturen und Führungsstile haben und durchaus verschieden. Das hat natürlich mit den Führern zu tun, das hat auch mit den Produkten zu tun. Und da mal eine Frage an Sie, Herr Dr. Herrenknecht. Wie wir gesehen haben, wir haben jetzt auch noch mal ein anderes Foto, wo man das noch deutlicher sieht. Tunnelbohrmaschinen sind gigantische Gebilde, 15, 16 Meter hoch. Und Sie zeigen ja auch immer diese Fotos, bei denen man die Mannschaft vor diesen gigantischen Maschinen sieht. Schafft sowas auch Stolz und Identifikation, nicht nur beim Chef, sondern auch bei der Mannschaft? Also ich kann mir vorstellen, Ähnliches haben wir ja eben gehört mit den Prothesen bei Ihren Produkten, Herr Kohn. Die Mitarbeiter, sind die stolz auf die Produkte? Sind die stolz, den Gotthard zu durchbohren? Ich glaube, es ist mal ein Kernpunkt, dass wir in der Gemeinde mit 1000 Leuten, also ich bin Unternehmer geworden, weil mich mein Vater mit 10 Jahren gedrescht hatte, weil wir mit dem Windhund dann praktisch Fasanen gejagt hatten, mussten wir nach Hause rennen, habe ich dem Vater, der Polstermeister war, in unserer Gemeinde, habe ich eben gesagt, wenn ich groß bin, werde ich doppelt so viele Leute anstellen, 24, hat noch einmal Dresche gegeben, hat gewirkt anscheinend, weil wir heute 4200 Leute beschäftigt haben. Aber zurück zur Frage. Ich glaube, unser Geheimnis ist, dass die Leute genau wissen, wohin die Maschinen gehen, wo die Leute eingesetzt werden. Also wir demontieren die Maschinen mit den gleichen Leuten, die hier die Maschinen aufgebaut sind. Also das ist jetzt im Betrieb montiert, dann wird sie wieder abmontiert und kommt in den Einsatz. Klar, über Schiffe dann praktisch transportiert und dann wieder eingesetzt. Und die Leute, die demontieren, die montieren auch. Und ich glaube, im Familienunternehmen ist der Zusammenhalt wesentlich größer. Wenn ich Egon am Freitag zum Teufel jage, kommt die Großmutter am Sonntagmorgen und sagt, Martin, Egon, stellst du wieder ein? Ich garantiere, dass er anständig arbeitet. Dann muss ich Egon wieder einstellen. Und ich glaube, der familiäre Zusammenhalt ist unheimlich gut. Wir haben vor 35 Jahren angefangen. Der erste Ingenieur ist jetzt Herr Lehmann, ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Die Leute sind 30 Jahre jetzt bei der Firma. Und ich glaube, das Wissen zu transportieren ist sehr wichtig. Und können sich auch, was für mich immer wieder interessant ist, wenn die Leute in China sind, nur badisch reden, nachher, also Dialekt reden, können die sich verständigen mit den Chinesen, mit den Russen nachher und alle ziehen an eine Richtung. Das ist der Kern vom Familienunternehmen.